Servus, ich bin der Daniel von Kästle und ich habe bei mir da jetzt den RX 11 liegen. Wie ihr wisst, haben wir 2021 den RX 12 auf den Markt gebracht und unseren Riesentaler vom Slalom-Ski neu erfunden. Um jedem ein Weltcup-Feeling zu ermöglichen, haben wir heuer den RX 11 auf den Markt gebracht, der eine entschärfte Version vom RX 12 ist. Der Unterschied ist, dass wir hier eine Semi-Cap-Sandwich-Sidewall-Konstruktion auf der Seite haben, sprich die Oberfläche ist etwas besser geschützt vom Chipping. Wir haben eine gebürstete Schutzoberfläche und die Konstruktion ist etwas weicher, um einfach für jeder Mann und jede Frau dieses Weltcup-Feeling zu ermöglichen. Zusätzlich haben wir im vorderen Bereich einen Tip-Protector, der die Skispitze schützt. Wir haben das Holotech Race, so wie auch beim RX 12 und den Weltcup-Skiern. Und eine Konstruktion aus Titanal, Glasfaser und Pappelbuche. Im RX 11 gibt es in 6 verschiedenen Längen. Dabei sind die unteren 3 Längen am Slalom-Ski vom RX 12 orientiert und die längeren 3 Längen am Riesentaler-Ski. Somit haben wir jetzt einen Ski mit dem RX 11, mit dem wir für jeden das individuelle Fahrerlebnis ermöglichen können und von kurzen Schwüngen bis zu einer hohen Laufruhe bei Riesentaulaufschwüngen alles dabei haben. Wenn Sie euch ein bisschen mehr interessiert, was hinter dem RX 11 steckt, schaut auf unserer Webseite vorbei unter Technologien, seht ihr die einzelnen Technologien, wie zum Beispiel das Holotech erklärt, aber auch mehr Details zum RX 11.